wollt hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von. Wir sind der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay, neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Die Jungs vom Goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die Scheiße. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Ja, komm. Ja! Warum bist du noch Kartoffel? Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann! Mein goldener Pfad, Homie! Wuhu! Alles klar. Ach, zu schön. So, Co-Modus spielen. Drück halte V, um den Schützenhilferad zu öffnen. Wähle Freunde einladen, um den Co-Modus. Und ja, okay, ne, das ist, glaube ich, alles okay. So, Schützenhilfe markieren. Jetzt Marke, okay. Okay, das sind eigentlich immer bloß NPCler, die dir folgen, schätze ich mal. That's it. So, das heißt, wir können jetzt in den Coop-Modus rein, oder? Ja. So, hallo. Ja. Dann werden wir jetzt halt mal nach guten 2 Stunden nochmal mit dem Tutorial durch, oder? Alter, ich hab schon locker 30 Minuten lang nur Tiere gejagt. Ach lol, okay. Dann würde ich dich mal einladen. Okay. Das wird so auf jeden Fall jetzt interessant, wie das Zusammenspiel jetzt wird. Kann ich mir noch nicht so hundertprozentig vorstellen. Welches Zusammenspiel meinst du? Wir jetzt dazu zusammen. wie halt die anderen Koop-Games, ne? Aber wie kann... Oh Mann, was ist denn das wieder für uns? Shift und F2. Shift F2, holy shit, Mann. So, annehmen. Okay. Das heißt, sehe ich dich jetzt dann schon irgendwo? Ah, ne, du musst wahrscheinlich erst noch eins erstellen, oder wie? Ich habe eigentlich eins erstellt. Ich werde dir beigetreten. Body-Mitglied. Shift F2 muss ich mir auch immer aufschreiben, hey. Lol, ich hab Metro Last Light im Spiel. Moment, lol. Ja, Manu! Ja, thanks. Hast du irgendwie Ladebildschirm? Da MMO fragt, das ist doch Metro, oder? Vor allem, weil es dir vor allem aus seiner Richtung kommt, der Spruch, weil es genau aus seiner Richtung kommt. Alles klar, Digga. Oh mein Gott. Ja, okay, dann stellen wir das kurz um. Also bei mir ladet gerade irgendwas. Thanks, Bro. Far Cry 4, so. Bei dir lädt irgendwas? Ja. Okay, schauen wir mal. Ladet. Wisst ihr auch, wenn ich Shift und F2 drücke, Part verlassen, Chat starten, Freunde einladen, wärst du auch praktisch drin. Schau mal, ob du irgendwie join kannst. Ach, gerade Metro, so. Beim Coop-Modus, gell? Warte mal, so, da. Coop beitreten, suche nach einem Coop. Ne, dann sucht er irgendwas, oder? Handicap ist zum Spiel beigetreten. Ja, okay. Jetzt habe ich Ladebildschirm. Ich auch gerade noch. Das heißt erstmal Schluck aus meinem geilen Shake.
Und das Spiel ist abgestürzt. Ernst jetzt? Yep. Ja. Vor allem, ich falle auch in den Hauptbildschirm zurück. Weißt du, das ist sowieso das Beste. Oh Gott. Warum müssen die Coop-Spiele immer so kompliziert sein? Keine Ahnung. Ja, man könnte nicht einfach sagen so, yo, hier, du kannst es alleine spielen und du kannst es zu zweit spielen. Entweder oder. Und das funktioniert, weil die Server anständig sind. Nein. Warum auch? Der kann Spaß machen. Es wäre langweilig wahrscheinlich, ja. So gut, dann lade ich nochmal ein. Freund einladen. So, ich schaue, dass ich mich jetzt irgendwie wieder durchs Hauptmenü zum Hauptmenü skippen kann, aber ich glaube, das geht nicht. Nee. Das Spiel. Ich pack die Musik da nicht. Ich hätte eigentlich Musik hätte ich auch, also komplett ausgeschalten, aber ich habe trotzdem Musik. Also Radiomusik meine ich jetzt da. Die restliche Musik hast du ausgemacht? Ja. Weil hab beim Far Cry 3 habe ich schon ein paar Probleme gehabt dann mit irgendwelchen speziellen Liedern. Genau, so, ich bin in deiner Party drin und ich gehe jetzt auf Join. Coop beitreten. Schauen wir mal. Spiel wird gesucht. Und wie geht's dir so? Jo, also eigentlich, ne? Gesund? Oder irgendwie bahnt sich was an, Schnupfen oder so, Grippe? Nee, mein Arzt meint nur so, da geht gerade was um, aber ich denke mir nur so, ne. Ja, ich glaube, das hatten wir letzte Woche oder so, da waren ein paar dann auf einmal krank. Ja, ne, bei mir sind eigentlich alle gesund, nur bei mir gehen sie trotzdem alle in Urlaub. Und dann sind auch keine Leute da, die arbeiten. Muss ich das immer machen? Oh shit. So, jetzt wird mir komischerweise Far Cry nicht mehr übertragen. Far Cry 4 bitte. Das macht nur Probleme, das Spiel. Ich hab die ganze Zeit in diesen Far Cry 4 beliebige Taste drücken, Bildschirm. Ich bin schon längst im Hauptmenü, Mann. Oh, jetzt ist mich komplett verarscht. Okay, ich probiere es trotzdem mal mit Coop beitreten, aber der findet dich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wenn nicht, gehe ich selber ins Spiel rein und versuche mich dann wieder zu dich zu connecten. Versuchst du dann dich zu mich zu connecten? Zu dich, ja. Zu ja, Bruder. Ja. So, ich sollte. Ja. Get the Faust. Finde eine Note. Ja, okay, mach einfach mal. Mann, oder musst du meine beliebige Taste drücken? Ich bin halt im Ladebildschirm gerade. Ich war die ganze Zeit im Hauptbildschirm. Ich habe keine Ahnung. Jetzt kommt der Typ wieder. Kann ich natürlich auch nicht skippen. Alter, nein! Hab ihr etwa die Echsen verpasst? Im Spiel gibt aber keine verdammte Katze ins Spiel. Mann, ich bin die Kavallerie. Ich bin Hirk. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle im glaube ich, alle Twitch Prime. Ich glaube, die haben alle Twitch Prime. Was genau? Ja, weißt du, diese blaue Krone vor dem Namen, also Twitch Prime oder Amazon Prime verknüpft oder so? Ich glaube, ja. Das ist krass. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Jetzt muss ich da wirklich. Weil in meinem Chat so viel los ist wie sonst auch, deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich schau mal rüber, ne? Vielleicht hat sich ja was getan in der Zwischenzeit, aber so still wie immer. Geht mir keiner auf die Nerven. Ach, schön. Ich muss nicht irgendwelche Fragen beantworten, auf die ich die Antwort selber nicht weiß. Wie, warum ist man so behindert? Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, frag ihn. Fernseher, what the fuck? So, jetzt hat. Mann, du hast einen kleinen Bildschirm. Dann muss ich hier extra wieder. Ah, da ist. Ohne Witz einfach los. Wir sehen uns schon irgendwann, Alter.
Jetzt muss ich die Fensteraufnahme machen. Ja, aber es geht jetzt wieder. Unmöglich. Ja, fuck, ich hab grad irgendwie was. So. So, das heißt, ist unsere Party noch aktiv? Ich glaube, nein. Okay, oder? Party? Ich lade dich ein. Ah, nein, wir sind noch im Party. Okay, wir sind noch in Party drin. So wir voll. Sind noch intim. So voll korrekt. Wir sind noch intim. So, das heißt, jetzt hat nochmal Coop. Coop, bei drin. Man nennt mich Chrissy the Snake. Der Horst, Dach, Kletter, der. Egal, lassen wir das. Ladebildschirm, da war ich gerade auch schon. Er stoppt komischerweise wieder bei 95%. Er ist bei 100%. Bei mir ladet. Also ich habe dieses... Dieser Kreis, der seinen Schwanz jagt. Ja, ich stecke bei 100% fest. Man kann auf Elefanten reiten, cool. Ja. Tipp des Tages. Ich habe bei dem Außenposten keinen einzigen Gegner selbst gekillt. Ich glaube einen. Aber den Rest hat der Elefant gemacht. Okay, ich glaube, das sieht gut aus. Nur die folgenden Daten werden während der Session gespeichert. XP, ja, dein Story-Fortschritt wird nicht gespeichert, das weiß ich. Ja, das ist ja kacke. Wieso, dann spielen wir das Spiel halt zweimal. Nee, das will ich eigentlich nicht. Ja, anders geht's nicht. Das ist auch wieder richtig Premium, ha? Huh? Das ist halt, ne, hier, Far Cry. Hast du jetzt irgendwas gedrückt? Ich hab nichts gedrückt, nein. Verbindung zum Partner verloren. Ich kehre zum Hauptmenü zurück. Okay. Ja, ich gehe immer noch am Dach rum. Aber du, wenn du einen Fortschritt haben willst, du kannst mich auch einladen. Dann spiele ich Far Cry 4 irgendwann mal privater durch. Können wir auch machen, ja. Dann hast du deinen Fortschritt. Ich spiele vielleicht irgendwann mal Far Cry solo durch. Mal gucken. Dann gehe ich jetzt. Das ist ein Spiel, dass ich 24er zocken kann. Nice. Also kann ich ganz mal in meinen Online-Modus Online. Ja. Na, schauen wir mal. Bei Waffen und so werden ja gespeichert, das ist ja nice, weil dann kann ich schön mit den OP-Waffen meinen Story-Modus durchspielen. Jetzt muss ich die Katze wieder angucken. Alter, nein! Habt ihr etwa die Echsen verpasst? Aber ich mag den Typen, der ist cool. Also der ist echt cool, muss man echt sagen. Ja, deswegen haben mich die immer doof angeguckt, wie ich über den goldenen Pfad hergehalten habe. Oh shit, bin vom Dach gefallen. Oh shit. Echt umgucken, aber sowas von. Der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken, weil der goldene Pfad sind wir. Du kannst doch dann einfach vorgedrückt lassen, dann kommst du automatisch ins Gefängnis. Ich habe mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was also, ich über den kannst goldenen Pfad gesagt oben zeigen mit der Maus. Okay. Okay. Nach der Cutscene halt einfach. Ja, nach der Cutscene. Ich zum dritten Mal gucke. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ja, warum hat das Spiel doch gesagt, nö, ich check jetzt mal. Die Jungs vom goldenen Pfad. Keine Ahnung. Na komm schon, schlag ein! Aber weißt du, was geil ist? Das ist okay. Du hast mit den Leuten, mit denen ich auf dem GTA-Server gezockt habe, weil ich kurz in deinem Chat geguckt habe, also in Chatbox fast. War irgendwann ein kurzes Thema von Rust. Ja, was soll ich sagen? Die, mit denen ich da GTA gespielt habe, die haben das ja auch jetzt angefangen, also vor einer Woche ungefähr. Okay. Und heute haben sie Rust beendet und spielen jetzt Ark. Mit der Begründung, wir haben alles. Okay. Die spielen zu fünft.
Und da will mir MMO nicht erklären, man hat innerhalb von einer Woche nicht alles. Keine Ahnung, das ist halt jetzt die Frage, keine Ahnung. Also ich werde jetzt so wieder beim Helikopter hier. Jetzt hast du vorgedrückt, ziehst mit der Maus nach oben, gehst auf Freund einladen, ladest mich ein. Freund zum Spiel einladen. Die Spieleinladung wurde nicht durchgeschickt, weil du diesen Freund geblockt hast? Alles klar, Manu. Was? Nein, okay. Nicht Ladesequenz. Hilfe. Ja, weil jetzt habe ich nämlich Verbindungsabbruch. Ich kam nicht mehr bis zum Ladebildschirm. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Doch, jetzt warte, hier kann ich okay drücken. Warte, jetzt stehe ich bei Manu. Also Manu steht vor. Ah ja. Holy shit. Ja. Also zu fünft spielen vielleicht als Duo oder maximal als Trio oder... aber fünf sind dann doch ein wenig zu viel für Rust, schreibt der MMO. Ja, das Ding ist, muss man sich jetzt auch überlegen, wenn wir jetzt seit 7 Days to Die zu 5 gezockt hätten. Alter. Wäre es auch komplett anders wieder gewesen, weil dann hätten sich wahrscheinlich immer zwei gelangweilt. Ne, oder zwei wären immer noch farmen gegangen. Oder so, ja. Also ich hätte zwar eine geile Rettung. Ich nehme die jetzt einfach mal an, oder? Ja. Als Quest. Meine Freunde, die haben sie. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, die haben sie versklavt. Bitte, rette sie. Ah ja, stimmt. Was bräuchte dafür noch? Dann war jetzt im Gebäude eigentlich noch Zeug zum Verkaufen kaufen? Ja, hier. Ja, bei dem Schrank. So, erstmal den ganzen Stuff hier schnell verkaufen. Weg damit. Was ich nicht brauche. Ich hab 200. Ich kann schon nichts mehr verkaufen, weil mein Inventar voll ist. Ja, das will ich eben immer leer behalten. Ah, leer halten. Meine Geldtasche, meine Brieftasche ist schon so schwer, dass sie schon voll ist. So. Erstmal das Poster da wegreißen. Ich denke mal, das ganze Zeug zum Einsammeln muss dann auch jeder für sich machen, schätze ich mal. Keine Ahnung. Moment, wo war jetzt das Poster mal so rein? Ja. Okay, da habe ich komischerweise dann nicht. Oh ja, Propaganda zerstört. Wird mir bei mir auch vermerkt. Das ist natürlich nice. Weißt du, wie man den Radio deaktiviert? Ich kann noch mal gucken in den Steuerungen. Also ich bin, glaube ich, drin, oder? Ja, ich bin drin. Dann Einstellungen. Frischluft. Steuerung. Schaut schlecht aus. Ach, ein Fahrzeug, ups. Schauen wir da mal. Kamera. Radio, B, scharfes S, what the fuck. Ja! Yes, scharfes S. Alles klar, Manu. Gehen wir mal Geißeln retten, ne? Holy shit. Ich hol mal meine Shots raus. Ich dachte jetzt wirklich Schaufel. Und jetzt warten wir. Ich hab grad einen Köder da reingeworfen. Eigentlich müsste jetzt gleich ein Wildtier kommen und die alle auffressen. Da ist ein Wildtier. Ein Büffel. Alles klar. Ein Büffel. Okay, die haben uns schon gesehen. Was machst denn du? Anarchie! Komm ich da hoch? Nee. Ja, oh, fuck. Oh fuck. Ich stand an dem Baum und die haben mich gesehen, wie ich die Kamera in der Hand halte. What the fuck, Alter? Ah, mit X kann man schnell durchwechseln. Cool, dass mir das Tutorial erklärt, wie das funktioniert. So, hast du die du jetzt... Ich hab leider keinen Bogen mit. Ja, du hast die gleich die Shotgun dann genommen, oder wie? Ja, ich hab auch Schrotflinte. Das ist geil.
Aber habe ich Wurfmesser? Ja, da steht. Alter. Alter, wie schnell die Geister bitte flott machen. Das What the fuck? Alter, wie schnell die Geister. Was? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, wir müssen da echt mehr Stealth gehen. Ich muss da auch näher ran. Holy shit, das geht richtig schnell. Man muss rundherum latschen. Man kann auch hier nicht. Oh doch! Ich gehe mir hier auf den Berg rauf. Ja, ich bin dran, das hat auch. Dass ich von hinten ein bisschen komme. Ja, das würde ich gerne. Das ist ja genau mein Ding. Ja, ja, ich weiß das. So, ja, oh, das ist viel besser hier. Es ist viel besser von hinten. Ja, so, da bist du. Jetzt hast du dich verraten. So. Schön leise. Was ist denn das? Nichts passiert. Woo! Das war knapp. Einen haben wir noch, oder? Ja, ja. Nein, zwei haben wir noch. Oh, einer ist bei mir. Der ist down. Hab ihn. Wow. Alle Geister gerettet. War ja easy. Okay. Wir haben uns einfach zu dämlich angestellt. Ja, wir müssen halt erst mal ein bisschen Coop-mäßig hier reinfinden. Oh, die Geister können wir sogar auch noch losbinden. Vor allem, das Krasse ist, ich habe bei meiner beim Spielstand schon den dritten Platz freigeschalten. Hast du den noch nicht? Das war gar nicht. Also, Waffenslot oder was? Ja, hast du zwei Waffenslots. Ja. Okay, aber ich hab drei. Also ich hätte drei, aber zeigt mir irgendwie den dritten nicht an, weil ich jetzt deinen Spielstand gejoint bin. Ich denke mal, ach so, da werden wir jetzt wahrscheinlich aufs gleiche, die gleiche Stufe gestellt werden, oder? Was steht mir da eine Stufe? Nee, aber wahrscheinlich Fortschritt, ne? Ich habe wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich als Fortschritt zählen. Ich fand es auch ein bisschen heftig, dass bei der Kampagne hätte ich jetzt schon 8 von 32. Ja, da bist du schnell durch. Bei Far Cry 4? Ja, anscheinend, ne? Wenn das bei 8 und 32 sind. Ich lauf mal kurz den Büffel hinterher. Ja, schieß die. Okay, die halten wahrscheinlich ein bisschen was aus. Ja. Gut, dann muss ich jagen, Alter Christian. Mit der Schrotflinte. Aber ich finde, das Spiel finde ich Fall auch wieder sehr schön von der Grafik her. Das Wasser ist geil. Ja. Das Wasser ist geil, die Büffeln halten zwei Schrotflintenschüsse aus. Oh, hi! Ich bringe ein paar Wölfe mit. Ach, da wäre mir sogar geholfen. Ja. So, da ist jetzt die Frage, ob wir jetzt hier alles looten können. Oder jeder bloß einen wieder dementsprechend. Nee, nee, jeder kann nur den. Also alles ist einmal lootbar. Ja. Oh yeah, hallo. Yo, Leute. Und hier mal gleich wieder ein Händler. Ey, alles gut, alles gut. Was kann man herstellen? Uff, Gegenstandstasche. Ja, gerade weil ich hatte nämlich den Köchler Level 1 auch schon, die Spritzentasche Level 1 hatte ich auch schon. Ja, das ist halt so ein Thema, das wäre halt auch mal dann noch interessant, dass wir da immer eigentlich das Beste da entwickeln. Wir brauchen einen Fahrbahnuntersatz, wir müssen zur nächsten Mission. So, das wäre wahrscheinlich hier, oder? Mhm. Beutekiste. Das Fahrzeug. Ist doch gerade noch eins durchgefahren, oder nicht? Oh mein Gott, das riecht wie Tante Margaret. Wer hat 2 Tonnen Rucksack voller Teamteile?
Scheiße. Halt, stehen bleiben! Mann! Ist tot. Fährt einfach mal ein Geländewagen vorbei. Ja, da steht ein Auto neben mir praktisch. Kannst du da mitfahren? Ich bin hier unten. Flieg und sieh! Oh, Quad, schauen wir mal. Ja! Geht, ja, wunderbar. Ich kann sogar noch schießen. Kaputt, aber egal. Was? Kaputt? Quatsch. Das ist Deko. Er qualmt nicht, der das Körper. Oh, ach so, ich sehe es jetzt gerade erst. Nice. Einfach reinpreschen, oder? Nee. Also hier können wir wahrscheinlich echt dran, weil das ist ja eine Mission, aber so Außenposten würde ich eigentlich dann schon immer versuchen. Also, muss jetzt nicht ohne Alarm sein, aber ich will halt schon versuchen, möglichst viel da zu machen. Machen und meine Freunde sind in Sicherheit. Och, dank dir. Ich schulde dir was. Und dem goldenen Pfad auch. Ah ja, okay. Also Aufsätze oder so wäre auch mal geil. So, da haben wir schon alles verkauft. Ne, gut. Gib deinem Partner einen kleinen Teil von jedem Munitionstypen ab. Nö, ne, warum? So. Ah, jetzt kann ich nicht reparieren. Hä? Da kann man aber nicht zu zweit fliegen, oder? Ja, das können wir mal noch ausprobieren. Wo steht denn der? Der steht da oben. Das können wir mal ausprobieren. Das wäre mega cool. Ja, wenn das geht, dann lache ich echt. Der, vor allem der hat nur einen Sitz, also wo willst du den Platz dranhängen? Obala, die Geier kreisen schon. Zum Einsteigen. Eins auf. Yo! Einfach. Der hat keinen Sitz! The fuck ist jetzt gerade passiert? Was ist passiert? Ich weiß, ich bin gestartet und war mal boom! Leute, du bist in der Luft einfach mal. Okay. Ja, ich bin in der Luft einfach mal gestorben. Du blockst. Oh. Gut, okay, dann nehmen wir halt. Ist der Gyrocopter respawn? Ja. Alles klar, nochmal. Wissen, warum wir jetzt gestorben sind. Alter, wer ballert denn da schon wieder herum? Karma-Ereignis. Kannst Leuten helfen, damit du Karma-Punkte kriegst. Besseres Karma-Level, bessere Preise im Shop. So, befreiter Außenposten. Haben Sie ein Taxi bestellt? Ey, ja, ich hab grad überhaupt keine Ahnung, wohin. Keine Ahnung, wo bist du aus? Oder müssen wir einfach zum nächsten Glockenturm, dass wir neue, irgendwelche Quests bekommen? Können wir auch machen. Mit dem Gyrocopter. Ja, komm, dann fliegen wir jetzt einfach mal zum nächsten Glockenturm. Aber da muss doch irgendwie eine Story dahinter sein, oder nicht? Ja, eigentlich. Das ist doch der Außenposten. Also wenn zu zweit auf den Gyrocopter drauf passen. Ja, passt noch einer drauf. Was? Ja, ich war jetzt vorher auf der linken Seite, jetzt bin ich auf der rechten Seite. Vor allem, es ist schon irgendwie okay, wenn du genau so jetzt Türme einnimmst. Ja, das schon, rechts? Ja. Ich glaube, du findest halt nicht so oft so ein Pyrocopter. Du sitzt rechts, oder? Ja. Ja, das war zu stark einfach. Warte. Ich schau. Nope. Okay, ich bin down. Okay, Mann. Also wirklich da, wo du in der Mitte bist, da
ja, haust dich dann runter. Tatisha! So, und jetzt haben wir natürlich noch ein paar Gegner, oder wie? Nee. Keine Ahnung. Ich bin einfach ganz schnell hoch. Wo ist mein Gyrokopterle? Ah, hallo Gyrokopterle. Ja, aber Leute, das macht doch gerade überhaupt keinen Sinn, oder? Wir haben jetzt hier einen unbekannten Ort, den können wir mal abchecken, aber... Hast du nicht irgendwie so krass Missionsmarkierungen oder so? Ich habe hier einmal den Außenposten, aber den, da waren wir jetzt gerade schon. Ich hätte jetzt bloß noch diesen unbekannten Ort, da, wo wir jetzt halt diesen Glockenturm dementsprechend aktiviert haben, aber sonst haben wir bloß wieder so kleine Gebiete. Komisch. Oder wir können zu diesem unbekannten Ort mal hin und dann zurück zu diesen Außenposten. Vielleicht müssen wir da noch irgendwas machen. So, kann ich da jetzt irgendwie runter? Wo ist denn hier die Seilrutsche da? Also? Ach, da ist auch einer. Da will ich auch mal fliegen. Ne, ich komm. Okay, pass. Die treffen ja nicht mal, die Idioten. Zielt auf den Motor! Ja! Na, steigen. Go, go, go. So. Holy shit. Ja, die Steuerung ist krass. Krass, die Steuerung, aber echt, ey. So, das ist jetzt der. Hilfe! Hilfe! Sinken? Sehen. Ah, da haben wir jetzt so diese Höhle da. Mit den Tischern. Ja, aber das ist doch jetzt. Da ist ein Baum. So, ich habe die perfekte Jagdflinte dafür. Aber Achtung, ein Tiger ist einfach weggerannt. Ja, hab ihn gesehen. Und der kommt jetzt wieder. Was? Komm her, die Schatten. Der ist jetzt wieder weg. Der war jetzt gerade noch im Busch. Mehr rein. Tschüss. Freude, du bist das Ding. Oh, mal. Köder. Eine Schrot von ihm. Ja, ich sage mal, schon mal besser wie bei Far Cry 3, das aber auf jeden Fall. Die halt keine Ding-Missionen angezeigt und das nervt mich ein bisschen. Also, von der Map mäßig her, wird dir da, wird dir da was angezeigt? Ne, dir wird nichts anderes angezeigt wie bei mir. Ne. Das ist ja das, was mich gerade so wundert. Ja, aber ich will jetzt da nicht einfach irgendwelche Nebenmissionen abklappern. Ist auch mein Punkt. Ja, dir auch noch einen schönen Abend, MMO. Servus dann. Also, ich würde jetzt echt sagen, wir fliegen jetzt mal kurz nach hinten. Diesen Außenposten, aber ich glaube, alles andere ist einfach eine Mission.
Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Dass du dann nur. Für was würden die Tod-Modus da reinballern, den was du gleich am Anfang freischalten kannst? Für das, dass du dann irgendwelche unnötigen Sachen miteinander machen kannst. Ja. Ja, vor allem. Vor allem das Ding ist, auch wenn wir jetzt das jetzt hier in dieser Session machen, dein Fortschritt wird ja jetzt nicht irgendwie gestärkt oder so. Ja, aber trotzdem, das bringt ja nicht, weil so könnte man sagen, hey, yo, man zockt zusammen die Außenposten oder so, nimmt man die zusammen ein und jeder für sich hat dann in seinem Fortschritt dann dementsprechend ja, die Außenposten an oder so. Bett kann ich auch nicht irgendwie aktivieren. Kann ich bloß. Ah, eine neue Waffe. Okay. Ja, wegen dem Turm halt, ne? Leute, werden wir da schon wieder enttäuscht? Ganz ehrlich, dann gebe ich das Game diesmal zurück, oder? Aber so sieht's halt aus, ne? Ich würde halt einfach Singleplayer da ein bisschen weiter zocken. Natürlich nach Metro einfach. Aber. Ja, ich würde auch irgendwann dann zocken, vielleicht. Aber gerade mal einmal die Story durch und dann danke. Also, letzter Punkt. Wir könnten noch mal ganz zurück zu diesem Dorf Banapur. Ganz im Westen. Schnelle Reise. Mach mal eine schnelle Reise. Jo, vielleicht bekommen wir da irgendwie noch einen Auftrag. Aber schaut nicht so aus. Ich vor allem, sie sagen, ja, du kannst alles machen bis auf diese zwei Level. Ja. Aber dafür schon mehr, um uns zu besiegen. Ne, Quests und so ist auch nicht, wenn oder sie was? Alles platt gemacht und uns aufgeschnitten. Scheiße machen oder was? Und das ey, das ist ja geil, mega oder? Enttäuschung gerade wieder. Oder es ist halt extrem verpackt. Ne, hier kann man echt nichts machen. Weißt du, du kannst auch nirgendwo Ding lesen. Quests, weil. Ja, naja, du machst ja eigentlich immer bloß eine bestimmte Quest oder du nimmst immer bloß eine bestimmte an. Irgendwo habe ich doch die Legende mal gesehen, oder? Ja, die ist auf Tab. Aktuelles Ziel haben wir nicht. Ich hab kein aktuelles Ziel, das ist ja das, was mich ein bisschen angekotzt gerade. Vor allem überall ist ein Haken, bloß bei aktuelles Ziel ist kein grüner Haken. Weil wir nichts haben, Mann! Hä? Fortschritt. Haben wir schon durch. Oder ist das jetzt wie. Ne, oder weil jetzt hat 8 von 32, weil jetzt hier so ein Sternchen. Ne, Sternchen hätten wir ja schon erledigt. Sternchen ist, glaube ich, nur Festung oder vor so ein Ding annehmen. Und das hätten wir ja schon. Ja. Das war ja das, damit wir das freischalten. Ganz ehrlich, ich gehe das mal. Ich geh das mal schauen, was die Leute da im Koop machen. Ja, mach mal. Weil wenn die auch nicht mehr machen, als die ganze Dinge welche Dinge einnehmen, ja dann. Ob die irgendwie auf der Minimap aktuelle Aufgaben oder aktuelles Ziel haben, das ist ja gleich ein anderes Symbol. Ob die da irgendwas haben. Dann weißt du ja. Ja, aber ich zock doch keinen Coop-Modus. Dass ich da Nebenmissionen mache, die ich so normal einfach Singleplayer mache, wenn nebenbei noch eine Serie läuft oder so. Also das ist ja. Was macht sie hier? Das ist ja irgendwie, ne? Bei denen schaut es genauso aus wie bei uns. Ungelogen. Und das ist Curry, also Currywurst, also der. Bei dem schaut das Haar genauso aus wie bei mir. Macht sie schlussendlich? Die Türme einnehmen oder was? Ihr nehmt's. Ist doch nicht euer Ernst, Leute. Also, Entwickler muss ich jetzt mal ansprechen. Ja, die nehmen da einen Turm nach dem nächsten an. Was?
Ah, fuck, Alter. Ohne Beats. So. Beats Meets, was macht's hier? Steht der doch da? Jetzt. Wow, er nimmt sofort Posten an. Nein! Das ist nicht dein Ernst, dass der ganze Koop-Content ist. Und dann, der Witz ist, Far Cry 5 unterstützt den Koop-Modus. Alter, wenn er genauso scheiße wird. Alter, ja, aber dann ist doch mal ganz ehrlich, dann war das bei Far Cry 3, war das ja noch... War das ja noch wirklich okay, weil das war trotzdem ein separates Game, mehr oder weniger. Aber du hattest ja wirklich separate Inhalte. Aber hier machst du jetzt eigentlich bloß Nebenmissionen. Why do you have to play Koop? Ja, warum, Alter? Du nimmst... Der Koop ist anscheinend echt nur da, dass du sagst, okay, ich will die Festung jetzt nicht alleine einnehmen, ich hole mir einfach einen Mate, mit dem ich sie einnehme. Punkt. Das ist für mich der Content. Ja, aber bloß, dass es bloß bei den Gruppenleader gespeichert wird, der Fortschritt. Ja, das ist sowieso. Das ist noch das Beste natürlich dran, weil ich hätte es verstanden, wenn das beide dann den Fortschritt dann bekommen, weil dann kann man halt zusammen die Außenposten einfach machen, dass es vielleicht schneller geht, keine Ahnung. Heißt, der Koop funktioniert so, wie es heißt, ja, dass du die Mission alle machen kannst, bis halt auf die 2, bis auf die Endmission, das ist eine komische Drogenmission da. Ich nenne es jetzt mal Drogenmission. Und fertig, ne? Damit kann ich dann leben, dass mein Fortschritt nicht gespeichert wird, dann spiele ich das Spiel irgendwann vielleicht mal. Sage ich jetzt, werde ich wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann ohne Rotze krieg, danke. Nee, dann würde ich sagen, ich würde das dann einfach nach Metro Singleplayer-mäßig würde ich das einfach weiterzocken. Weil vielleicht bekomme ich Singleplayer eine Hauptmission oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht ist das hier dann schon eine. Nee, ich denke, da würde ich ganz normal wieder weitergehen, aber das mache ich dann Singleplayer-mäßig. Also ich schaue, ob ich das Spiel wieder zurückgeben kann. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel zurückgebe. Ja, aber das Ding ist, ja, du kannst ja natürlich zurückgeben, aber du hast ja Far Cry 3 ja auch gezockt, gell? Ja, sicher. Komplett. Ja, und jetzt hat hier Far Cry 4, das hat ja eigentlich jetzt hier die jetzt 2 Stunden oder so, oder fast 3 jetzt hat, die haben dir ja jetzt auch gefallen, sag ich mal. Also ja, ich bin da nur schnell irgendwie die Story durchgerusht, damit ich im Koop-Modus freischalte. Ach so, nee, ich hab mir da eigentlich schon Zeit genommen. Ich bin schon fertig. Aber da kennst du mich ja. Ich nehme mir da gerne irgendwie Zeit. Na, also das Einzige, was wir im Koop dann machen können, die ganzen Festungen einnehmen. Aber das können wir halt erst machen, wenn wir halt wirklich sagen, jo, hier, wir haben mal krass so ein paar viele Missionen gemacht. Also sagst du, machst die Festungen miteinander, weil da steht halt fest, sehr schwer, ne? Vor allem da, okay, da steht wirklich Spiele im Koop-Modus. Okay, das ist wirklich dann für den Koop-Modus ausgelegt, so eine Mission. Genau das. Und dann kriegst du, weißt du, dann kriegst du den Koop gleich am Anfang hinterhergeworfen. Warum? Ja, von diesen Festungen gibt es 4 Stück. Ja, krass. Das heißt, du bist dann ungefähr 1 Stunde fertig. Ja. Na geil. Da hab ich ja echt Bock drauf. Wo ist eigentlich mein Handy? Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns hier noch ein bisschen die Alpen an. Weil das ist trotzdem noch das Geilste hier irgendwie, dieser Ausblick, finde ich. Ja, dann würde ich sagen, dann ist Far Cry jetzt hier mal Schluss. Fürs Erste. Es geht bei mir natürlich irgendwann wieder weiter. Ja, ich mal gucken. Vielleicht spiele ich das morgen. Weil wir haben ja jetzt hier keinen anderen Koop, glaube ich. Oder? Aber du lässt mich jetzt gleich an das Bessere. Ja, wir hätten Borderlands. Oder The Forest zum Beispiel. The Forest sind jetzt auch einige Updates gekommen. Das wäre halt mal wieder was komplett anderes. Weil wir haben bis jetzt immer nur Shooter gemacht.
was ich weiß. Ja, stimmt, Borderlands. Borderlands, jetzt das, wäre auch wieder ein Shooter. The Division war auch Shooter. The Division war auch ein Shooter. Also ich würde sagen, wir machen uns nächstes wieder mal, weil du wolltest eh sagen, du wolltest ja eh, wie wir damals The Forest gezockt haben, wolltest eh mal wieder eine Season, also du wolltest wissen, ob wir eine Season 2 machen. Können wir genau, jetzt machen. Genau, könnten wir jetzt machen, ja. Ja, komm, dann installiere ich heute einfach mal noch The Forest und dann zockt man einfach Forest morgen mal. Ich meine, wenn du willst, kann ich jetzt im Zippy-Netzwerk fragen, ob wir noch mal mitmachen will. Ach so, ja, okay, ja, die sind auf jeden Fall besser organisiert, wie gibt's die andere. Ja, kannst du ja gerne noch nachfragen, ja, gern. Kann man fragen, ja. Weil mehr, sowas desto wie, besser. Ja, gewisse andere Communities, ja, wo genau 3 aktive Streamer sind. Davon sind zwei davon wir. Im Moment eigentlich gefühlt, ja, okay, nee, 3, kann man schon sagen, 3, ja. Ja, und Korn. Das wäre eigentlich der dritte, oder? Das wäre der dritte, ja. Ja. Ja, nee, dann ist jetzt das für YouTube jetzt mal der Schluss und würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hau rein, tschüss.